Was belastet euch, Diamantes? Es ist doch nun in Anbetracht der Möglichkeiten alles recht gut gelaufen. Ich weiß es nicht. Es ist so vieles und doch kann ich es nicht ins Worte fassen. Mein Kopf, er brennt wie... Und hör noch nur mein verdammtes Ohr. Ich dachte, ich würde richtig handeln, indem ich das ausbrenne, aber jetzt kriege ich das auch nicht mehr zurück. Oh je, ich habe vergessen, wie verstörend der Kontakt mit Dämonen auf den ungelernten Verstand sein kann. Wenn ihr wollt, können wir uns morgen um eine Restaurierung eures Ohres bemühen. Nun, wenn ihr möchtet, kann ich einmal in euren Kopf schauen. Vielleicht finde ich etwas, was ihr zu verdrängen versucht. Und dann können wir in einer entspannten Sitzung in ruhiger Atmosphäre darüber reden, über eure Probleme und eine Lösung dafür finden. Wenn es euch so belastet, Diamantes. Ich weiß, du hast mir schon wirklich geholfen, Boltax, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Zeitpunkt ist, dass mir irgendwer in den Kopf herumdoktert. Ich will einfach nur alleine in meinem Kopf sein. Ich wollte es dir nur anbieten. Das ist das Problem des Mannes, Boltax, ist, dass man sein Talent vergeudet hat und jetzt ist es zu spät. Nun, Diamantes, wenn immer ihr möchtet, werde ich euch natürlich versuchen zu helfen. Ihr wisst, ich bin da sehr kompetent. Und wenn ihr Aussprache braucht, dann sprecht mit mir. Vielleicht sollten wir uns der Thematik der Seele der Avianda zuwenden. Ein drängendes Thema, fürchte ich. In der Tat. Was habt ihr dort rausgefunden? Abenteuer. Wir haben Avianda gerettet. Was er meint, vermutlich. Er hat einen einseitigen Handel mit einem Dämon abgeschlossen, um die Möglichkeit zu erhalten, sie vielleicht auch nicht, ihren verstorbenen Geist aus der siebten Sphäre herbeizurufen. Ein Handel mit einem Dämon, also ja. Ich hatte euch für cleverer gehalten. Nun, zunächst einmal sind wir durch die Domäne der tiefen Tochter zum Herz der Wurzelkaiserin gelangt und konnten es zerstören. Auf dem Rückweg kontaktierte uns allerdings ein Botendämon. Er schien weiter nichts von uns zu wollen. Er brachte nur sein Wohlwollen gegenüber den Plänen, die wir sowieso hegten, zum Ausdruck. Daraufhin meinte Rafim, dass nun seine Herrin vielleicht ebenfalls ihr Wohlwollen zeigen könnte, indem sie Avianda gehen ließe. Es war also kein Handel. Ich sagte, ein einseitiger Handel. Jedenfalls. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Nun, eine Seele zu retten ist ein Preis, den Boltax anscheinend zu bezahlen bereit ist. Nun, auf jeden Fall. Jeder sollte diesen Preis zu zahlen bereit sein. Außerdem habe ich den Handel ja nicht eingegangen. Nun, wissen nicht, Bordmagus, was erscheint, wenn ihr diesen Ruf durchführt. Es lohnt sich sicherlich, Vorkehrungen zu treffen. Das ist richtig, deshalb wollte ich ja Aetilius dazu holen. Alles, verdammt nochmal, hat seinen Preis. Und wenn es nichts kostet, dann wird der Preis eben anders bezahlt. Oder später. In der Tat. Unter der Annahme allerdings, dass ihr tatsächlich den Geist der Avianda, Serisia? Ja. Herbeirufen könnt. Arachnor wäre in der Lage, einen Körper zur Verfügung zu stellen. Wir wollen nur ihre Seele erlösen, wir wollen ihr keinen neuen Körper schaffen. Jetzt müsst ihr auch noch einen Golem beiseite stellen lassen, oder was? Nein, das wollen wir nicht. Ich denke auch vor allem nicht, dass das etwas ist, was sie selbst wollen würde. Richtig. Ist immerhin eine Geweihte. Hier könnt ihr ja die Entscheidung überlassen. Darüber wird nicht diskutiert. Nun, die Frage ist, wie viel Uhr haben wir und ist Aetilius erreichbar? Solche Wetten man wahrhaftig nicht schlau. Ihr geht, was weiß ich, für Risiken ein, um den Beschwörungsnamen zu erhalten, aber störe ich dann an der Kleinigkeit eines geschaffenen Körpers. Wir haben die vierte Stunde in der Nacht. Also, wenn ihr ihn wecken wollt, dann weckt ihn halt. Die Leute tun ja sowieso nichts, außer auf euch zu warten.
Nun, es ist gut, dass wir Nacht haben. Ansonsten würde mir der Zauber vermutlich gar nicht gelingen. So oder so, sollten wir vielleicht zuerst bei Arachno von Schalina Erfolg melden. Ich finde, Avianda hat Vorrang. Ich denke auch. Ich denke, Arachno weiß, was passiert ist. Dann blieb noch die Sache mit diesen beiden Dämonenarchen, die angeblich herannahen. Ich weiß nicht, wie dringend diese Sache ist. Ja, wenn ihr mich also entschuldigen würdet, Kapitän, dann werde ich einmal unseren Verpflichtungen nachkommen und unseren Schirmherren über den Erfolg benachrichtigen. Moment. Ihr geht nirgendwo hin. Wir gehen zusammen oder gar nicht. Naja, also dem Fakt geschuldet, dass er uns auf diese Mission geschickt hat, würde er erstens den Verlust der Arche mitbekommen haben und von den anderen beiden weiß er. Also da wird sich nichts geändert haben. Ich denke, Avianders Seele vor dem ewigen Ertrinken zu retten, hat doch jetzt Priorität. Also sollten wir nach Ithilios schicken. Ja. Die Ewigkeit ist sehr lang. Denke nicht, dass es auf ein paar Minuten noch ankommt. Naja, da werdet ihr merken, dass mir eure Meinung da scheißegal ist. Nun, mir eure allerdings auch. Und mit euch spreche ich auch nicht. Also. Also. Schiffsjunge! Ja? Holt die Tilios! Den Bohrgeweihten bitte nicht umbringen! Nun macht schon! Er läuft weg. Wieso sagen die das eigentlich immer? Ich habe keine Ahnung. Weil sie panische Angst davor haben, dass ihr sie umbringt, wie ihr bereits in der Vergangenheit mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn sie endlich damit aufhören würden. Nun, dann solltet ihr euch vielleicht so verhalten, als wärt ihr nicht stets kurz davor, sie umzubringen. Dies könnte sehr viel dafür tun, ihr Gemüt zu besänftigen. Serpentilio, werdet ihr so frei? Ihr seid doch aus Brabak und kennt euch mit Geistern auch ein bisschen aus. Es klopft an der Tür, sie wird geöffnet und wie ein Schatten könnt ihr sehen, tritt Ithilios ein. Ich bin kein praktischer Nekromant, Bordmagus. Ich werde euch hier nicht zur Seite stehen, nein. Nein, aber ihr sollt ein paar Kerzen und so holen. Wenn es sonst nichts ist. Rafim, die Kiste. Seid ihr euch sicher, dass ihr mit mir sprechen wollt zu solch später Stunde? Oder lieber mit dem Nekromanten? Ja, euer Gnaden mit euch. Kommt herein. Es geht um die Rettung einer Seele. Ich bin kein Nekromant. Ihr spracht eben davon, als ich diese Kajüte betreten habe, von Nekromantie. Deswegen frage ich, ob ich tatsächlich hier richtig bin. Ich sprach davon, dass ich kein Nekromant bin. Jetzt beruhigt euch. Also, Ithilios, es geht um Folgendes. Tatsächlich ist es Auslegungssache, ob das eine Form der Nekromantie oder eine Form der Seelenrettung ist. Ich hätte gerne eure Meinung dazu. Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, Avianda zu retten, indem wir ihren Geist quasi aus der Niederhölle hervorrufen und ihr dann ermöglichen, in eins der 12 göttlichen Paradiese oder in Borons Hallen einzugehen. Und eben das ist der schwierige Teil. Wir haben wohl eine Möglichkeit gefunden, ihren Geist zu rufen, aber nun ja, um ihn dann auch in das entsprechende Paradies zu schicken, nun, dafür bauen wir auf eure Unterstützung. Gibt es etwas, was ihr tun könnt? Woher habt ihr die Möglichkeit, dass ihr einen Geist aus den Niederhöllen ruft? Nun, wir waren in den Niederhöllen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ihr wart in den Niederhöllen und nun habt ihr die Gewalt über einen Geist, über eine Seele? So könnte man das sagen. Ein Geschenk der tiefen Tochter, könnte man sagen. Was er meint, ist, er hat ihn erschachert. Ich weiß gerade nicht, wen von euch allen ich des Wahnsinns bezichtigen soll. Alle. Alle hier sind wahnsinnig. Absolut. Versichere euch, ich befinde mich im Vollbesitz meiner geistigen Kapazitäten. Nun, könnt ihr uns helfen, die Seele der Avianda in die 12 göttlichen Paradiese zu geleiten oder nicht? Wenn eine Seele einmal in die Niederhöllen war, dann wird sie dort zermahlen und ist verloren für den Kampf. Und ihr habt sie erschachert, ihr habt sie gewonnen, ihr habt sie den Niederhöllen entrissen. Ich weiß nicht genau, ihr habt einen Handel. Und jetzt verlangt ihr von mir auch noch, dass ich diesen Geist zurück in diese Welt hole?
Nein, nein, ich hole den Geist in diese Welt und ihr sollt ihn dann direkt in die nächste Welt geleiten. Ihr sollt ihr Frieden schenken. Denn dazu sind wir nicht in der Lage. Was habt ihr im Tauschhandel für diese Seele getan? Nichts. Sagen wir, es ist ein Zukunftsgeschäft. Noch nichts, würde ich auch so sagen. Es hat sich herausgestellt, dass die tiefe Tochter auch ein gewisses Interesse am Tod des Sarion Paligan hat. Nun, es trifft sich, dass sich das mit unseren Zielen deckt. Ihr habt mit ihr gesprochen? Nein. Gewissermaßen. Ich denke, all diese Details sind ein wenig zu viel für den guten Mann zu solch später Stunde. Was ihr wissen müsst ist... Das setzt euch doch erst einmal. Was ihr wissen müsst ist, der Lord Magus versucht die Beschwörung einer an den Niederhöllen verlorenen Seele und möchte von euch wissen, so wie ihr habhaft werden, was nicht garantiert ist, ob ihr sie an den richtigen Ort bringen könntet. Nun, meine Aufgabe ist es selbstverständlich, dass wenn eine Seele in der dritten Sphäre gefangen ist, dass ich sie zurückschicke, dort, wo sie hingehört, ja. Das ist meine... Dann setzt euch doch bitte. Dies hier wird einen Moment dauern. Nicht dort, da drüben. Ich muss den Stuhl in die Seite rücken. Ich schlage vor, ihr konzentriert euch auf diesen Teil. Sollte hier ein Geist erscheinen, geleitet ihn ins Paradies. Was mit dem Geist vorher war, nun, ich denke, darüber solltet ihr euch nicht den Kopf zerbrechen. Tut einfach für sie, was ihr könnt, ja? Aber genau das ist meine Aufgabe. Exakt das ist meine Aufgabe. Wenn ihr Geisterbeschwörung in welcher Art auch immer tut, dann ist das unabhängig davon, ob ich an Bord eines Schiffes bin und unter dem Befehl eines Kapitäns stehe, meine göttergegebene Pflicht, euch zu bestrafen. Nun, dann erzählt mir doch, Bruder Aetilius, sagt er, wenn Thiuli, wenn er auf dem Boden hockt und mit rötlicher Kreide anfängt, einen Kreis zu zeichnen. Definiert für mich einmal die Geisterbeschwörung, ja? Das Herbeirufen einer Seele aus anderen Sphären. Aus dem Totenreich. Deswegen ist die Geisterbeschwörung doch für eure Kirche ein Frevel. Aber wir rufen sie nicht aus dem Totenreich. Wir wollen, dass sie ins Totenreich geht. Genau. Es ist vollkommen egal, wo diese Sphäre ist oder war. Wenn sie gerufen wird, selbst das Wegschicken darf niemand übernehmen, der nicht Boron geweiht ist. Selbst wenn ihr mit euren magischen Fähigkeiten eine Seele wegschickt, dann ist das, auch das ist ein Grund, dass ich euch töten muss. Wir schicken sie nicht weg. Wir Dafür seid ihr sie. Da. Ihr seid derjenige. Das ist der Nekromantie und Geisterbeschwörung. Oh ja, nichts anderes. Ja, die andere Option ist, dass wir sie dem ewigen Ersäufen, der ewigen Ersäuferin überlassen. Wir haben einen Eindruck davon gewonnen, wie es sein muss für sie. Und wir haben die Möglichkeit, diese Qualen zu beenden. Sagt Aetilius, ich habe eine Frage an euch. Wann wurde zuletzt eine Seele aus den Niederhöllen gerettet? Noch nie. Seht ihr? Dann gibt es auch keinen Präzedenzfall. Und ihr müsst uns nicht umbringen. Denn ich hätte eine Frage, Serpentilio. Es ist... Ja, auf von dem Nagesherrscher, den er gerade einzeichnet. Ist es eine Beschwörung oder eine Herbeirufung? Das ist eine interessante Frage. Technisch gesehen... Für den Laien zumindest, ist der Unterschied zwischen einer Beschwörung und einer Herbeirufung, dass bei einer Beschwörung die Sphärengrenzen übertreten werden. Wenn ihr es aber so möchtet, könntet ihr allerdings auch betrachten, dass ihr den Geist nur herbeiruft, denn nun, ihr ruft den Geist herbei, so wie er ist. Während, wenn ihr eine Beschwörung vornehmt, zum Beispiel eines Dämons, zum Beispiel eines Elementaris, gibt euer Verstand und die Beschwörungsformel, die ihr verwendet, es gibt ja leichte Unterschiede, der Entität, die ihr herbeiruft, ihre endgültige Form, während ein Geist immer, nun, wie er selbst geformt ist. Ihr seht... Als solches ruft ihr also tatsächlich eine Entität dabei. Aber mir, das ist Wahnsinn. Sagt etwas. Nun, wollt ihr, dass sie gerettet wird oder nicht? Ist das nicht eure Aufgabe, Seelen zu retten? Wir wollen diese Seele Boron zuführen. Hasswolf, was ist mit dir? Sag du etwas. Wenn vor euch ein Pakt da stehen würde, der...
unter, sagen wir, relativ geringen Auflagen, keine Ahnung. Er möchte ein letztes Mal das Meer sehen oder so. Bereit ist, seinen Pakt zu widerrufen und seine Seele den Göttern anzuvertrauen. Er würde dir es auch tun, nicht wahr? Nun, die Rechnung hier ist also, dass ihr nicht nur den Erzdämonen eine Seele entreißt, sondern auch euren Göttern für den ewigen Krieg eine zuführt, wie auch immer ihr es begründen möchtet. Dies hier ist doch im Grunde dieselbe Transaktion. Ihr entreißt den Erzdämonen eine und gebt euren Göttern. Dann bekomme ich bitte mal eine Überzeugenprobe von euch. Plus 15. Darf ich dies mit... Ich wackel das. Ja. Ich müsste das auf über... Warte, macht einer die oder machen alle die? Wir haben könnt, alle, könnt, alle auf ihn eingetextet. Ja, ihr dürft alle überzeugen würfeln. Okay, wie ist das... Plus 15. Wie ist... kann ich das mit Philosophie untermauern als Hilfstalent? Du darfst auf Philosophie plus 15 würfeln. Philosophie? Okay, ja, gut, mache ich. Nehme ich. Schaffe ich nicht, aber... Ist das ein Verhör oder ein Einzelgespräch? Nein, ist es nicht. Zählt Magierphilosophie? Ganz sicher. Das ist auch keine Magierphilosophie. Du willst dich nicht, zum Gotthaupt klären. Wie ist Ableiten auf Überreden erschwert? Du brauchst da keine. Es ist eine legitime andere Probe. Okay, dann. Ableitung. Dann ist die Liturgiekenntnis irgendwie erschwert oder erleichtert? Oh, ich schaff's! Die Liturgiekenntnis ist überzeugend, nicht überreden. Nee. Rosti hat gerade gesagt, es ist legitim, überreden zu nehmen. Liturgiekenntnis, du bist nicht an einem pervertierten Ort, also du bist halt auf der Drachentöter, du bist nicht auf der Stadt aus der Tiefe. Dann würfel ich einfach so. Geht schon. Also ist überreden jetzt ein zusätzliches Schwert oder nicht? Nee, ist es nicht. Also okay, dann ganz normal Philosophie nicht. Plus 15. Nee, ich will jetzt überreden, sorry. Mirakeln Hälfte der Punkte, oder? Mirakel, nein, 5 plus Hälfte. Das ist eine Überzeugenprobe. Also, nicht eine Überredenprobe. Yes, ich hätte gefragt. Du hast gesagt, wir schauen da gerade irgendwie in einem halben Satz. Ich dachte, du meinst, das ist eine Philosophie. Ja, ich weiß, bei Philosophie, da habe ich gemerkt, dass ich Philosophie nur 7 habe. Deswegen habe ich gefragt, wie überreden ist. Da sagst du, es ist eine legitime Probe und ich glaube, wir waren einen halben Satz versetzt und du warst noch bei Philosophie. Ist es jetzt erschwert? Ja oder nein? Rechne es von selbst aus. Ja, selbst. Okay. Ist es dann mit der Erschwernis plus 5 ist es dann nicht geschafft. Also plus 5 plus 15 sind plus 20. Könnte ich das irgendwie shippen? Zu damit schaffst. Das müsste ich shippen. Na, das wird nichts. Ja, er blickt Zulamin an, schüttelt leicht mit dem Kopf. Zulamin, sag was. Ich will, dass Avienne Frieden findet, Aetilius. Und ich kann sie nicht zu Boron schicken. Das könnt nur ihr. Lasst zu, dass Boltax sie ruft. Und dann zeigt ihr den rechten Weg. Ich weiß, so etwas ist vielleicht noch nie zuvor geschehen. Denn, wie ihr sagt, ihr kennt keinen Präzedenzfall. Aber wir haben schon mehr als einmal das Unmögliche möglich gemacht. Und ihr kanntet Avienda so gut wie ich. Wollt ihr sie wirklich dem äonenlangen Ertrinken aussetzen, wenn ihr es ändern könnt? Ich hole Nedja und meine Tasche. Gut. Borden Magus, der Kreis ist fertig. Ihr zündet die Kerzen gleich an. Sehr gut, sehr gut. Möchtet ihr mir kurz eure... was trägt Borden eigentlich für Kleidung? Gar nichts momentan. Der ist ja noch nackt. Hast du hier welche liegen? Ja, irgendwie eine Tunika oder so? Vermutlich irgendwo. Okay, ich werde mir das hier kurz nehmen, ja? Ja. Und ich möchte einen akkuratum Zaubernadel wirken. Um die Farbe von Boltags Tunika zu ändern. Ich lasse mir jetzt Zeit, ich würfel erstmal und dann sage ich dir, ob da Schwernisse drauf sind, denn es wird vermutlich... Mach ich den Akkuratum? Hier. Nur die 8, da muss ich tatsächlich nachsehen. Das ist ein Akkuratus ohne Schirm. Haltbarkeit, Webstuhl. Nö. Bei besonders gewagten Kreationen kann der Master auf die Zauberprobe Zuschläge von bis zu plus 7 verlangen. Okay, plus 7 knacke ich auf jeden Fall und ich möchte sie nur rot machen, also wirklich rein okay, rot. Ja, also soll sie dann auch eine magische Wirkung haben? Das ist egal, das Beschwörergewand für Geistbeschwörung ist einfach nur eine rote Robe. Okay, gut, also und halt, keine Runen, keine Geisterbeschwörungsrunen rein. Regeltechnisch macht sowas nichts. Gut, das war die Frage. Dann. Außerdem ja, reicht dafür vermutlich die Zeit nicht. Plus 2 fürs Rot und dann passt das. Ja, und die Zertifizierten sind ja, also die Zertifizierten bewirken die Haltbarkeit, aber hier sind wir auch im Bereich. Oh, das hält bis zur nächsten Wintersonnenwende. Okay, wunderbar. ist egal. Ja. So, das wäre sogar noch mal ein Zerleichter gewesen, was ein Objekt ist, aber who cares.
Hier, ihr solltet das anziehen. Dann, wartet, ich habe, nehmt meinen Gürtel, ja? Dann bin ich ihm noch die Silberkordel um. Ja. Es sollte gehen. So. Ist die tatsächlich aus Silber? Ja, es ist... dann lege ich sie wieder ab. Also es ist, wie auch immer man Silber verkordelt, vermutlich. Ja, ja, nee, es verhütet das Metall, habe ich keinen Bock drauf. Nun, weißt du das denn? Ich meine, sie glänzt ja. Silber. Ja. Ja, oh, whatever. Das spüre ich. Nun, ich hoffe wieder, dass es so geht. Dann einen Fuß hier, einen dort. Nun gut, das so. Gut, klar. Und jetzt, Kapitän, ein wenig Salz. Wieder auf und ihr könnt sehen, wie Nedja und Ithilios eure Kajüte wieder betreten. Ja. Habt ihr eure Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Einen Moment noch, ja. Und dann zeige ich nicht im Bandkreis gegen Geister außenrum. Ithilios fängt selber dann mit seiner Kreide dann auf den Boden zu malen. Räumt aber auch den Teppich beiseite, damit da genug Platz ist und fängt selbst an mit den heiligen Runen. Aber mir gibst du mir mal die, die Landkarten da, die du noch hast? Ja, genau, hierher. Wofür? Nun, wir brauchen sie. Oh, wofür? Die 20 möchte ich schippen. Gewissermaßen als Anker für sie. Okay, das reicht. Sie ist eine Geweihte des Aves und na gut. Das beruhigt sie sicher. Oh, wartet, ich könnte unten aus dem Schrein die Pfauenfedern holen. Oh ja, das hilft bestimmt auch. Bonn und Schutzkreis gegen Chimären, elementare Geisterwesen. Komplexität 5, das heißt, ich habe es gerade so geschafft. Dann erfolgt jetzt die Aktivierungsprobe, die sind so um 5 erschwert, wenn ich mich nicht täusche. Na komm, wo habe ich es denn eingetragen? Ach hier, Aktivierungsprobe, Zauberzeichen, gib ihm. Oh, das ist nicht gut. Okay, dann haben wir da eine Zirkelstärke von 4? Halbe, weil es ein Spontanzeichen ist. Von 2. Das reicht aber. Ich meine, es ist leicht für den Geist rauszukommen, aber hängt erstmal eine Spielrunde drin fest und das sollte uns alles reichen, was alles geben, was wir brauchen. Okay. Gut, wir hatten noch nie einen Geisterruf, meine ich. Tatsächlich, wir hatten bisher... Ich kann dir die Mods aufrechnen, wenn du sie brauchst. Genau, okay. Wir können uns einfach mal den Zauber angucken. Also, was passiert, wenn du den Zauber sprichst, laut lieber Lipto... Laut genau. Lieber ein beliebiges Wesen aus der Gruppe der Totengeister, gefesselte Seele, Spuk etc. pp. Sieht das Kapitel Die Kunst der Invokation in Wege der Zauberei, das sich vor Ort aufhält, also aus irgendeinem Grund noch durch die dritte Sphäre streift und sich innerhalb der Reichweite befindet. Okay, das ist für unseren Fall jetzt wahrscheinlich weniger wichtig, wird herbeigerufen und dazu gebracht, sich zu manifestieren. Der Druide kann mit dem Geist reden, ihn um Hilfe oder Informationen bitten und Abmachungen mit ihm treffen, aber er kann ihn nicht gänzlich unter seinen Willen zwängen. Geht's mir auch gar nicht drum, ich will ihn ja nur hier haben. Eine Kontrollprobe, abgelegt auf Mut plus Intuition plus Charisma plus Charisma plus Zauberfertigkeitswert durch 5, entscheidet, ob der Totengeist die Bitte des Druiden erfüllt. Da ich den Geist um nichts bitten möchte, werde ich wahrscheinlich auch keine Kontrollprobe ablegen, sondern Ithilios arbeitet ja direkt weiter. Solche Art gerufene Geister sind meist kooperationsbereit, weil sie auf Erlösung hoffen. In seltenen Fällen, 20 auf einem W20, greifen sie aus einer Laune heraus den Beschwörer an. Es ist möglich, bei 18 und 19 auf einem W20 sich nicht nur ein Geist erscheint, sondern mehrere, sofern mehrere Geister mit der entsprechenden oder einer niedrigeren Aufrufungsschwierigkeit in der Nähe sind. Für all diese Geister müssen entsprechend ASP aufgebracht werden. Es kann aber durchaus auch sein, dass kein Geist erscheint, obwohl der Zauber gelungen ist, denn auch wenn es in Aventurien eine Menge Geister gibt, ist der Kontinent doch nicht übersät von ihnen. Der Zauber sollte nachts gewirkt werden, tagsüber ist die Probe um 7 erschwert. Kostet 9 ASP pro Geist, die habe ich noch übrig, hat eine Reichweite von ZFW mal 20 Schritt Radius. Muss ich einmal gucken, denn ich habe den Zauber nicht besonders hoch. Ja, ich glaube, die Reichweite ist dementsprechend egal, weil richtig, weil wir holen ja aus einer anderen Sphäre. Genau. Also eigentlich müsste das vermutlich eher über eine Invokation passieren, aber das werden wir gleich erfahren. Du kannst die Zauberdauer erleichtern, aber zumindest... Ja, also, genau, das werde ich sowieso machen. Also ich verdopple die Zauberdauer, um mir halt eine Erleichterung zusätzlich zu geben. Okay, rechnen wir kurz die Beschwörungsschwierigkeit durch. Frosty, welche Qualität hat der Warenname, den Voltax erhalten hat? 3. Zählt, Voltax müsste dafür ASP ausgeben, zählt der jetzt schon? AP meine ich. Vermutlich nur 7 oder so. Just. Ja, okay, machen wir 7, 7 AP. Dann, Beschwörungskerzen. F. Serpentino drückt dir sein Bandschwert in die Hand. Mhm. Okay. Das musst du halten, denn du wolltest die Kordel nicht haben. Moment, woraus ist das? Ah, ja. Mondsilber. Ja, Mondsilber. Also, gut. Nee, ist nicht. Wenn das auch
diesmal ohne Kommentar halt zu der Silberkordel auf den Tisch legen. Ist Mondsilber nicht von Meteoriten? Fragezeichen? Nein, Mondsilber ist eine Mischung aus Zwergen, ist eine Mischung aus Zwergensilber und hast du nicht gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ist nicht, genau. Nein, andersrum. Zwergensilber ist eine Mischung aus Toschkrill und whatever. Punkt ist, ist es ein derisches Metall. Haben wir ein Geschenk für Sie? Ja, die Pfauenfeder und die Karten. Wie viel, auf einer Skala von 1 bis 7, wie viel gibt es? Also die Pfauenfeder würde ich euch 2 Punkte geben und die Karte, was sind das für Karten? Achso, Landkarten. Von ihr und noch ein Aves-Symbol. Also Zulamin rennt runter und schaut, was sie im Aves-Schrein so dann findet. Dann bekommt ihr für alles eine minus 4. Okay. Ja, und Botox trägt die korrekte Kleidung, er hat wieder Unterkleidung an und trägt eine rote Robe. Ja, und zwar bei gerade Qualität F. Du bist nicht affin zu Geistern und du hast keine Lücken mehr gehen. Du hast derzeit keine anderen Geister verschworen. Stehen die Sterne irgendwie günstig und oder ungünstig? Sternenkundeprobe von euch. Einer oder alle? Einer. Also wahrscheinlich, ja, einer von euch beiden, also der sich auskennt. Dann mache ich das mal, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht gut in Sternenkunde, aber ja. Besser als ich. Ach so, für Sternkundeproben können wir Niobaras Sterntafeln benutzen. Ja, die wären sogar noch Maximalpunkte über. Genau, wären noch erleichtert, aber es ist mir gerade aufgefallen. Okay, Meister, wie stehen die Sterne? Dann bekommt ihr 9 Punkte, 7 Punkte, 2 Punkte bekommt ihr durch die Sternstunden, durch den Stand der Sterne. Okay, cool, nehmen wir. Damit haben wir eine Gesamterleichterung von 17 Punkten. Erschwert ist dies natürlich um die Beschwörungsschwierigkeit des Geistes. Die musst du uns noch sagen. Richtig. Die Beschwörungsschwierigkeit des Geistes. Ja. Wie geht denn das von bis? WDZ hängt vom Geist ab. Richtig. Vom Geist ab. Also prinzipiell hängt es vermutlich davon ab, wie sehr er und sein möchte. Wie sehr mächtig. Nee, auch. Aber wahrscheinlich, wie sehr er möchte, dass wir ihn rufen. Richtig. Dann ich kann ansonsten dir ein Beispiel... Okay, dann gibt es noch eine Erschwernis von 7, weil ich einen bestimmten Geist rufe. Right. Und dann hätten wir eine insgesamt Erleichterung von 10. Der bestimmte Geist zählt aber nur, wenn der Geist unwillig ist, glaube ich. Ach so. Lese ich hier nicht so. Verfügt der Gegenstand oder Körperteil, der dem Geist lebt, gehört ist, ich probe nicht das Schwert. Okay, stimmt. Ja, gut. Wir haben ja Sachen von ihr. Ah, ich verstehe. Okay, gut, dann ist es um 17 sogar erleichtert. Gut, dann schauen. Wie hoch ist ein THW? 3. 3, okay. Ich bin halt kein Probrim-Geo, oder? Da bin ja ich besser als noch du. Noch nicht. Na, noch nicht. Schauen wir mal. Also, ich lasse mir insgesamt... Wird dich leiten. Ja, schauen wir mal. Dann... Sag mal, Boltax. Meinst du, es wäre für sie einfacher, wenn sie meinen Körper nehmen könnte? Ich bin schon am Zaubern und beim Zaubern muss ich mich auf die Kerze konzentrieren. Also ich konzentriere mich auf die Kerze, die ich von Serpentilio erhalten habe, schaue da intensiv rein. Des Styles wegen werde ich auch noch Folgendes machen, und zwar meiner Hand oder meinen Oberarm, wo sich halt die Runen eingebrannt haben, über die Kerze halten, was, ich weiß nicht, vielleicht ein W6 Schaden oder so gibt, weil es mir die Haut versenkt, aber um halt die Verbindung besonders cool darzustellen, beziehungsweise Würfel einfach mal ein W6, muss nicht gemacht werden, aber ich finde es stimmig.